Ja, mit viel Reklame, die man sofort weg kann. Ja. Und mir ist es gelungen, eine Grafikkarte zu ergattern. Ziemlich vor einem Jahr habe ich die GTX 750 Ti von Palit genommen. Und dieses ist jetzt die neue. Also nicht einfach nur neu, sondern ich brauche ja noch eine, weil vier PCs hatte ich ja dargelegt. Tastatur sagt, sie will nicht. Was kommt hier nicht irgendwas irgendwo drunter? Man muss ja immer mit allem rechnen. Nee. So, hier ist wieder eine DVD dabei. Ja, so produziert man Müll. Nvidia GeForce Graphics, Englisch, German 3. Schnellinstallation. Ja, ich hoffe, dass Ubuntu das von alleine hinkriegt. Okay, brauchen wir nicht. Gucken wir jetzt hier noch mal eben rein. Gefährlich, gefährlich, gefährlich. Moment, wir machen den mal zu. Und da ist sie. DisplayPort, HDMI. Da hat sie jetzt endlich mal den vernünftigen. Die alte hatte ich ja im entsprechenden Video gezeigt. Da brauchte ich einen Adapter und DVI digital. Man sagt immer so, die hat so einen durchwachsenen Ruf, weil dieser Kühlkörper zu klein ist. Moment mal, was ist da unten? Da ist noch ein Stecker auf der Karte. Also der Kühlkörper kühlt bei allem, was ich gelesen habe, nicht alles. Und zwar, irgendwie gibt es Spannungswandler oder andere Sachen. Wichtig ist immer, dass dieses hier unter Umständen übersteht. Gut, weiter geht's mit Austausch der Graka. Das ist ja die GTX 750. Und dieses soll ja sein ein Gehäuse ohne bewegliche Teile. Ob ungeschickt lässt grüßen. Da habe ich das Board kaputt gemacht. Richtig kaputt. Ne, sieht nicht so aus, als wenn was gebrochen ist. Ja. Ja, und hier sitzt der USB-3-Anschluss. Das war ja ein Thema im letzten Video. Ne? Also alles recht eng unter dem Kühlkörper. Ja, wir nehmen mal eben Druckluft. Die neue, da hat man ja schon ein Unboxing-Video zu gemacht. Die Frage ist immer, hebt man solche Kartons auf? Weil die ja theoretisch bei mir, Rechnerkonzept hatte ich ja vorgestellt, 4 Jahre dann auch arbeiten müssen. Und auch die 750 ist ja ziemlich genau jetzt 1 Jahr alt. Und wenn man sie mal nebeneinander hält, dann unterscheiden sie sich eigentlich kaum. Ja. Muss schon fast aufpassen. Gut, das Problem bei dieser Karte ist ja immer, hatte ich ja schon gesagt, sie hat einen durchwachsenen Ruf, weil nicht alles vernünftig an den Kühlkörper angeschlossen ist. Gucken wir mal, ob er läuft. Deckel drauf. Das ist ja immer das Schöne, was ich sage.
Ich steck rein und mach zu. Kein Case Modding. Mir ist wieder was aufgefallen, was mir noch gar nicht bekannt war. Jetzt hatte die ja einen DisplayPort-Anschluss und hier ist ein Klick drauf, der klackt, der rastet wirklich ein. Auf der anderen Seite genauso. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. DP DisplayPort. Oh. Ja, das ist eine mörderische Auflösung. Gut, die muss man jetzt umstellen. Da. Da, seht ihr, da muss man jetzt ein bisschen mit experimentieren, anwenden. Am No-Fan-Rechner, also ohne bewegliche Teile, war es das jetzt. Jetzt hat er die neue Grafik, das ist eigentlich ja der Zweitrechner. Aber bei der Grafik hatte ich ja immer gesagt, liegt der Schwerpunkt auf dem, ist der Zweitrechner der Erstrechner und der Zweitrechner der Erstrechner der Zweitrechner. Da kommt jetzt, wird die GTX jetzt, GTX 610, glaube ich, gegen die GTX 750 getauscht. Gut, bis dahin.